Na, dann wollen wir mal rein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zu dem ich eh keine Zeit habe, aber ich mach's trotzdem mal. Und zwar spiele ich jetzt, seit jetzt, gerade diesem Moment, Cosmoti. Ich habe das Spiel gerade eben erst gestartet und offenbar ist das Spiel noch im Early Access, wie man gerade sehen kann, hier in dem wunderschönen Bildschirm. Und Phase 0 sind Quality of Life Improvements, Karriere, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Ich glaube, die haben gerade erst angefangen, das heißt, daran arbeiten sie gerade noch. Und dann kommt Career Mode 2.0 und dann Drone Careers und dann Boarding und dann Transforming Ships. Das Spiel selbst ist offenbar so eine Art Raumschiff-Designer. Von dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, es ist faster than light mit deutlich mehr Umf, mit deutlich mehr Optionen, größere Schiffe, mehr Gedöns, also deutlich mehr. Und vor allen Dingen halt mit Schiffbau und nicht bloß fertige Modelle nehmen und dann mit Leuten einstellen und so weiter und so fort. Also da ist wohl ein bisschen mehr dahinter. Das Spiel schlägt gerade in meiner Community so ein bisschen Wellen. Ich glaube, die Hälfte meiner Mods spielt das Spiel aktuell und ein Haufen der Stammspieler auch. Das heißt also, ich muss halt mal reinschauen. Und ich glaube, alle meinten so, ja, das musst du unbedingt mal spielen, das ist total toll. Das mache ich jetzt. Denke ich mal. Ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, Early Access und wir schauen mal, was das Spiel Cosmoteer Starship Architect and Command jetzt eben so kann. Lass mich dazu ganz kurz nochmal. Ich hab das Spiel gerade eben erst gestartet. Also, ich bin da wirklich gerade erst ganz frisch dabei. Wie sinkt es ein? New Skalierung ist da. Wir machen es auf 60 FPS. Das sieht so weit gut aus. Auflösung von Planeten. Lassen wir erstmal, wie es ist. Und das Audio auf jeden Fall. Ich habe nämlich die Gesamtlautstärke gerade erstmal nur im Dings reduziert. Im Windows-Lautstärkeregler. Aber der ist ja immer ein bisschen komisch. Deswegen drehe ich den da jetzt wieder hoch. So. Und wir drehen hier mal die Lautstärke insgesamt runter. Musik. Sollte hoffentlich so in Ordnung. Ich weiß nicht, wie gut die Musikschleife ist. Also vermutlich, wenn wir dann auch die wieder abschalten und dann auf normale zurückgehen. So, ich drehen wir den so hin. Musiklautstärke schlägt noch ein bisschen aus. Am besten auch gerne mal in die Kommentare schreiben, dann, wie das mit der Lautstärke passt. Das sieht gut aus. Echt ein bisschen laut. Ja, ich denke, so können wir das lassen. Und den Rest schauen wir mal, wenn es denn soweit ist. Die Übersetzung, die deutsche Übersetzung sieht auf jeden Fall auf den ersten Moment gut aus. Das heißt, da bin ich schon mal zufrieden. Legen wir direkt mal los und starten ein neues Spiel. Ich versuche wieder mal, wie üblich bei meinen LPs, so 20-Minuten-Folgen hinzukriegen. Aber wie wir alle wissen, das ist nicht mehr ganz so gegeben. Ich bin der Karrieremodus. Ich bin der Fähnrich. Machen wir normal? Ja, dann machen wir normal. Normaler Schaden, normale Dings. Ne, ein bisschen herausfordernd schon sein. Schwierigkeit der Wirtschaft. Ressourcen 100%, normale Fundrate. Auch hier machen wir ganz normale, den normalen Dingens. Dann haben wir die Schiffe Modell L. Achso, ich kann nur Dings. Okay, ich kann, weil wir es gut haben, 5000 Credits. Achso, ich kann mir jetzt ein Schiff aussuchen und dann, was eben überbleibt. Ich habe das Modell L oder das Modell C. L, C oder S. Ich gehe mal auf Schilde, wa? Schön ordentlich Schilde. Das ist sehr beweglich. Keine große Verteidigung. Und Modell C ist langsam gepanzert, zwei Kanonen. Nee, wir machen mal Schilde. Schilde finde ich cool. Spiel starten. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel tut. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung ist. Ich habe keine Ahnung, wie hier was passiert. Ich weiß nur, dass das hier irgendwie mal läuft. Das Spiel ist offenbar seit 2011 in Entwicklung. Okay. Da ist offenbar
Okay, hier ist mein Schiff. Dann ploppt das da oben auf. Alles klar. Ich selber bin jetzt gerade vor der Minicam. Dann gehe ich mit meiner Kamera wieder nach oben. Dass die nicht im Weg rumhängt. Hoffentlich, hoffe ich zumindest mal. Dass ich hier in, nicht zu sehr störe an der Ecke. Ja, da ploppt nur das Schiff auf. Aber das macht ja, glaube ich, nichts. Was habe ich eh meistens im Fokus? Die Kamera steuern. Das wäre hier so wird gespielt. Okay. Verstanden. Ja, Pfeiltaste oder Mausrad. Rein und raus. So, oh Gott. Okay. Dein Schiff fliegen. Klicke mit der. Okay, verstanden. Ich soll irgendwo hin. Hier blinkt irgendwas. Unbekannter Kontakt. Wir fliegen jetzt, glaube ich, hier so Station ist mal, oder? Was kann die Station jetzt? Nix. Okay, jetzt bin ich in meinem Schiff. Was machen die denn da für einen Blödsinn? Lagerhallen und die stehen jetzt hier rum und machen nix. Was passiert hier? Triebwerksfeuer. Nächstes. Was? Hier sitzt irgendwer. Nächste Energie 5. Okay. Es passieren Dinge. Ich habe hier meine Crew wahrscheinlich. Genau, das ist die Crew-Quartiere. Redshirt und neue Rolle kann ich zuweisen. Okay. Das ist mein Lager. Okay, und ich habe hier einen. Ah ja, ich kann die Station rufen. Befreundet. Hallo. Oh Gott. Hier haben wir jetzt Mission. Was ist meine Aufgabe? Weswegen bin ich hier? Ich mach mal hier Erkundung, oder? Akzeptieren. Promotographer, der Daten nicht verstehen. Gefahrenstufe 1 bis 3. Erkunde unbekannte Signale. Okay. Neue Mission. Okay, wo ist denn meine Mission? Hier. Die können wir mal anpinnen, ne? Genau, jawohl. Aha. Jetzt soll ich 15 Signale erkunden, okay. Hier wäre eins. Da fliegen wir jetzt los. Das ist auf einmal meine Schild. Nee, das ist meine Dingsbubble, ne? Mein Fog of War. Ich bin offenbar schneller als das Schiff, dem ich hinterherfliege. Okay. Ich habe Frontschilde, wie es aussieht. Aber nur Frontschilde. Okay. Kann ich irgendwie noch Speed erhöhen? Das nächste unbekannte Signal. Okay. Und dann kann ich hier von Asteroiden die Dinger. Hi. The Last Light hier. Hallo? Wir sind befreundet. Jetzt könnte ich hier Leute anheuern. Ich habe aber keine Betten frei. Okay. Ich könnte Sachen handeln, aber ich habe auch nicht so. Ich habe keine, was ich brauche. Dann bin ich mal wieder weg. Erkunde unbekannte Signale. Das war ein unbekanntes Signal. Dann fliegen wir doch mal dahin. Gibt es hier eine Möglichkeit, das zu beschleunigen? Bild nach oben erhöht die Geschwindigkeit auf bis zu 8-fach. Okay. Was passiert da gerade? Was ist hier los? Unbekannter Kontakt. Eine kleine Leseplattform. Achso, das ist okay. Der vergisst offenbar, dass die da waren. Da ist der Last Light hier. Okay. Dann los. Nochmal Gas geben. Kann ich hier die Zeit kontrollieren? Warte mal, da ist es. Okay, letztes ist anhalten. Und hier kann ich jetzt. Aha. Hier kann ich jetzt Sachen abbauen.
Achso, es fliehen die hier raus und. Achso, okay. Okay, jetzt gehen die los und sammeln das Zeug. Von der. Okay. Und machen da. Die machen Löcher da rein. Die machen da ganz fiese Löcher in das Ding. Wie gemein. Status, da füllt sich gerade mein Lager. Okay. Mit Kupfer. Das sehe ich hier oben auch nochmal. Okay, ich muss, glaube ich, warte mal, ich muss mal meine Kamera gerade etwas verschieben. Die ist nämlich jetzt gerade ein bisschen im Weg noch, warte mal. Das müssen wir gerade mal machen. Den und den. Und dann einfach mal verschieben. Geht nicht. Hallo? Achso, weil ich die ganze Gruppe gesperrt habe. Jetzt, Moment. Den und den und jetzt runter. Das passiert überhaupt nicht. Okay, cool. Gebt mir noch eine Sekunde. Ich hab es gleich. So, und jetzt einfach mal hier runterziehen, den Spaß. So. So passt hoffentlich besser. Hi, Ickelbümpf unter der Kamera. Sehr gut, jetzt können wir den wieder sperren. Und fertig. Super. Weiter geht's. Also ich sammle jetzt gerade Kupfer. Schiff von Station rufen, habe ich gerade gemacht. Hey, rufen, bla bla bla. Die bieten verschiedene Dienste an, kenne ich. Ich habe auch schon eine Dings angenommen. So, die fliegen jetzt da los und sammeln jetzt dann ein bisschen Kupfer. Okay, Kupfer kann man kaufen, verkaufen. Eine gewöhnliche abbaubare Ressource, die zur Herstellung von Spulen benötigt wird. Alles klar, Spulen. Dann haben wir noch Kupfer. Den die aber gerade ignorieren. Bin ich voll oder was? Nee. Was sind die da unten? Was machen die denn jetzt da unten? Denen geht das Sauerstoff aus. Ihr seid schon so ein bisschen doof, das wisst ihr aber, ne? Oh, fuck. So, hätte den vielleicht nicht davonfliegen sollen? Ah, das geht schon. Die schaffen das. So, Strom. Was haben wir hier jetzt für ein Problem? Was wäre jetzt dein Problem, bitte? Ich habe 1,5 Energieproduktion, Crew-Button, Kommandopunkte. Verwendet 17. Okay, das ist wahrscheinlich die Größe des Schiffs. Warum meckert mein kleiner Schildgenerator? Achso, das ist der Schildgenerator. Hier ist der Stromgenerator. Der Plasmatrainer aus Produktion ist mit rein viele Schiffe, die erforderlich sind. Okay, ich habe keine Plasma-Batterien. Schubtriebwerk wird zum Manöver verwendet. Okay. Hier haben jetzt die verschiedenen Optionen. Waffen, Schilde. Okay. Hier könnte ich jetzt mein Schiff noch ausbauen, wenn ich das wollte. Okay. Was machen die denn da für ein Blödsinn? Wieso fliegen die jetzt da oben hoch, ihr Vollidioten? Ups. Ich werde dagegen gerümmelt, hä? Okay, der Schildgenerator hat gerade keinen Strom mehr. Ist aber nicht schlimm. Also ist das jetzt noch eine Ressource oder was? Nee. Okay, warte mal, ich muss mal gerade. Kommt mal alle zurück, bitte. So. Dann baut mal bitte hier den ganzen Spaß ab. Das sind offenbar nur abbaubare Ressourcen. Was ist da los? Zu mir? Wer kommt zu mir? Alle Mann an Bord! Go, 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 go!
Alle Gefechtsstationen oder so? Ja, stellt er wieder Kontrolle. Wir fliegen direkt darauf zu. Da ist es. Okay, kann ich hier, ja, angreifen. Okay, da wird geschossen. Ich schieße, Schilde schießen, bla bla bla. Ich habe irgendwie keine Option, um was zu betätigen. Mein Schild hält auf jeden Fall noch. Die Toothpick. Schild scheint stabil zu sein. Kampftaktiken. Okay. Ich kann direkt auf Teile des Schiffes schießen. Okay. Okay, das kennen wir schon. So. Das ist die Standkanone. Hier ist der Reaktor. Das ist das Cockpit. Hier ist der Reaktor. Genau. Dann lass mal ruhig hier ruhig auf die Kanone schießen gerade. Ederchen. Dann ist er nämlich wehrlos. Nice. Jetzt auf den Reaktorkern bitte. Aber da kommen sie so schnell nicht ran, ne? Schießen die noch? Nee, ne? Nee. Die können nicht mehr schießen, weil sie keine Waffen mehr haben. Sehr gut. Jetzt werden die einmal komplett zerlegt wie so ein. wie so ein kleines Filet. So, Cockpit hin. Das war's. Okay, und jetzt? Was machen die jetzt? Die sind geflüchtet. Kann ich ihn jetzt abbauen? Material sammeln und bergen. Sammeln, bauen. Okay, okay. Das ist jetzt dieses Abbauen. Dann einmal los. Oh. Oh. Okay. Dann mal los. Fangen wir das Sammeln an hier. Ich gehe mit dem Schiff so dazwischen, so, dann passt das. Was machen die hier? Die fliegen einfach nur so rum, ne? Ja, die fliegen einfach nur so rum. Okay. Ihr wisst schon, dass euch jetzt gleich der Sauerstoff ausgeht, ne? Ich würd sie einfangen, aber ich habe keine Betten frei. Naja. Jetzt erlegen sie das Schiff gerade. Alter Vater. Die rasten schon so ein bisschen aus, kann das sein? Prozessoren, Schwefel. Ach, schon wieder oder was? Okay. Ich hätte den Kupfer sparen sollen, glaube ich. Okay, was kommt da jetzt angerauscht? Eigentlich wollte ich nur meinen angehen, also ich weiß nicht, was hier los ist. Inventar ist aber voll, ne? Ja. Da ist kaum noch Platz. Okay, sind wir schon im Kampf? Nee. Der haut ab, oder? Kann das sein? Ja, der haut ab, okay. Dann. Oh, ich sehe sogar, wo ich hergeflogen bin. Gucke mal, cool. Dann lassen wir zurück zur Station fliegen gerade. Ja. Lass mal zurück zur Station fliegen. Was können wir hier verkaufen, wahrscheinlich? Also, Station. Rufen. Ich möchte gerne verkaufen. Und zwar. Hier. Prozessoren verkaufe ich. Einmal. Schwefel 14 Mal und.
Der hat den Kupfer 20 Mal. Ich verdiene 2190 Credits. Cool. Dann. Der Handel passiert gerade. Ach, das machen die sogar. Okay. Da fliegen die so rüber, machen den Handel fertig. Okay. Cool. Achso. Man sollte vorher noch die Pause deaktivieren. Da kommen jetzt irgendwelche Drohnen zum Laden und Abladen. Ah, okay. Ach, dann gehen da die Ladeluken auf. Das ist ja auch geil. Schön. Klingelingelingelingeling. Missionen. Verstanden. Okay, wir sind, glaube ich, fertig. Jawohl. Dann lass mal zurückgehen jetzt zu unser Dings hier. Und mal den Rest aufsammeln, den da rumfliegt hier, oder? Das war hier unten, glaube ich, ne? War das hier? Hier ist es. Dann los, Mädels. Dann räumt mal auf. So, nice. Da ist gleich wieder Besucher, aber ist mir egal. Der fliegt, glaube ich, nur. Ja, die Geschwindigkeit nimmt sogar zu. Das heißt, der haut gleich einfach nur ab und fertig. So. Und da haben wir den letzten Kram. Inventar ist dann voll. Wir haben jetzt Hyperium, Stahlspulen, Hyperspulen. Und angereichertes Uran bekommen. Cool, 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 cool. Und dann zurück zum Verkaufen. Soweit, so gut. Okay, und ich möchte gerne wieder verhandeln, wenn es recht ist. Station rufen. Handeln. Verkaufen alles hier. 14 für 350. 60 mal Stahl und 23 Spulen. Die Jungs und die Jungs. Und das war's. 4120 Credits. Deutlich lukrativer als meinen. Das ist schon mal klar. So, hups. Da kommen die Drohnen, räumen wir es leer. Und wir machen Credits. Cool. Dann lass uns mal schauen, dass wir noch ein paar von den Signalen erkunden. Zuerst mal sehen, was so überall da ist, oder? Unterwegs machen wir halt eben Sachen kaputt. Klingt erstmal ganz lustig. Oh, wir haben wieder einen Angreifer. Unbekannter Kontakt. Aber die ist nicht zu stark. Okay, was haben wir an der Kleinigkeit? Was haben wir denn hier Feines? Der hat einen Disruptor. Oh, der durchdringt Schilde. Das ist ungünstig. Und was haben wir hier? Einen Verteidigungs. Okay, der muss weg. Dann machen wir da kaputt. Au. Okay, sehr gut. Dann den Kollegen mitmachen. Und jetzt auf die Crewkabine. Nee, aufs Cockpit. Cockpit, Cockpit, Cockpit. Und jetzt ist Feierabend. Sehr gut. Dann gleich wieder sammeln gehen. Ich muss mal reparieren auch. Oh boy. Das kostet Zeug. Okay. Habe ich nicht die Sachen verkauft gehabt?
Das braucht 12 Platten, 5 Kupferspulen. Uff, war das teuer. Und keine Kupferspule. Okay. Dann sammelt mal bitte Zeug ein. Irgendwas anderes hier unterwegs? Nee, ne? Nee, nur die. Ja, nur das. Wenn wir die beiden haben, dann gehen wir jetzt hier drüben rüber. Alles klar, eingelagert. Und. Guck mal hier bitte. So. Und jetzt zerlegt den bitte. Den Vogel da. Ich dachte, ich hätte die Sachen verkauft gehabt schon, aber gut, da lag ich wohl falsch. Also ein Disruptor macht mein Schild schon hart kaputt, ne? Also uff, uff, uff. So sieht's aus. Da. Jetzt können wir den reparieren und damit sind wir wieder voll ans Bereit, ne? Jawohl. Mein Schild ist wieder 100% da. Und die räumen jetzt auf und machen alles schön kaputt. Sehr schön. Okay, ich glaube, so den ersten Eichig habe ich schon mal. Dann würde ich sagen, lass uns mal weiter erkunden gehen. Und noch ein bisschen was farmen gehen. Und dann schauen wir mal, was wir aus dem Schiff so machen können. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben oder links auf die Videos klicken. Gibt es ein bisschen mehr von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.